Ob wegen einer schweren Krankheit oder einem Unfall. Jeden kann es treffen. Ein Organ versagt, das Leben steht auf Messerschneide. Das Einzige, was hilft, ist eine Organtransplantation. Rund 12.000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan. Und rund 21 Menschen sterben, weil sie keines bekommen. Denn in Deutschland gibt es viel zu wenig Spenderorgane. Hallo Ine, hallo Nico. Ihr seid vom Verein Junge Helden und klärt auf über Organspende. Was genau sind die Jungen Helden? Seid ihr die Jungen Helden? Nein, also wir sind der Verein Junge Helden, aber Junge Helden sind für uns all die Menschen, die sich mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. Also jeder ist für uns ein junger Held, der sich die Zeit nimmt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann auch wirklich eine Entscheidung zu treffen. Euer Verein Junge Helden wurde gegründet am Küchentisch. Wie kam es denn dazu? Erstmal vielen Dank an der Stelle an meine Eltern. Toller Küchentisch immer noch. Der wurde mir gesponsert in meine WG nach Berlin. Und eben WGs und Berlin und Party passt zusammen. Auf einer meiner WG-Partys kam dann auch Claudia Kotter zu mir und über eine Freundin. Und da sagte sie irgendwie, ja, du machst doch irgendwas mit Werbung und ich würde gerne über das Thema Organspende ein bisschen aufklären. Kannst du mir dabei helfen? Da sagte ich, ja, natürlich, klar. Und das war irgendwie auch so ein bisschen die Geburtsstunde des Vereins, daher auch der Küchentisch. Claudia Kotter war selbst von einer schweren Krankheit betroffen und die unter anderem auch die Lunge befallen hatte. Sie selbst brauchte eine Organspende. Was hat sich denn konkret verändert in ihrem Leben durch die Organspende? Ja, also es war natürlich schon so, dass in der Zeit davor die Claudi eigentlich nur noch mit Sauerstoffschlauch sozusagen unterwegs sein konnte. Also man musste auch immer vorbereitet sein und es gab auch viele Momente, in denen sie also sehr geschwächt war und sich eben überhaupt nicht mehr weit bewegen konnte. Und das sind eigentlich so diese ganz einfachen Vergleiche. Also nach der Organspende haben wir eben einfach ganz lange Spaziergänge gemacht oder wir konnten einfach so in den zweiten Stock wieder zu Fuß gehen und brauchten keinen Fahrstuhl oder wir brauchten überhaupt keinen Rollstuhl mehr. Also sind so die einfachen Dinge, wo man dann das Leben wieder schätzen lernt. Ne? Mit Junge Helden begleitet ihr aber nicht andere Kranke, sondern ihr betreibt Aufklärungsarbeit und zwar auf ungewöhnliche Art und Weise in Schulen, bei Sportveranstaltungen, im Kino. Ihr schmeißt auch Partys, warum das denn? Wir wollen die Menschen aufklären, da wo sie leben und Spaß haben. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine ganz gute Situation, um mit den Menschen zu reden. Wir sind keine Krankenbetreuer, wir sind keine Ärzte. Uns geht es darum, dass junge Menschen mit dem Thema konfrontiert werden. Wo trifft man junge Menschen auf Partys? Wenn es keine Partys gibt, machen wir welche. Und somit haben wir immer einen ganz guten Anhaltspunkt, um mit den jungen Leuten in Kontakt zu treten. Das macht, glaube ich, allen sehr viel Spaß. Und am Ende der Veranstaltung weiß jeder ein bisschen mehr Bescheid und setzt sich mit dem Thema auseinander, geht heim, redet darüber mit seinen Eltern, mit seinen Angehörigen. Und dann ist unser Ziel eigentlich schon erreicht. Was nervt euch denn an den normalen Infos, in Anführungszeichen, zum Thema Organspende? Gar nichts. Es gibt nur zu wenige. Also es gibt zu wenig Infos. Nerven tut uns überhaupt nichts daran. Wie gesagt, es gibt leider zu wenig Infos. Man kennt das, man ist beim Arzt, man will rein und aber ganz schnell wieder raus. Und dagegen versuchen wir anzukämpfen. Wie gesagt, deswegen machen wir Veranstaltungen, wo junge Leute sind, um denen dann das Thema ein bisschen auf Augenhöhe nahe zu bringen. Gibt es eine zu große Gleichgültigkeit unter Jugendlichen, weil das Thema vielleicht zu weit weg ist? Ja, also das würde ich jetzt den Jugendlichen nicht unterstellen, dass da zu viel Gleichgültigkeit herrscht. Aber es ist natürlich schon so, wenn das Thema nicht nah dran ist in meiner Lebenswirklichkeit sozusagen, dann kann ich auch noch nicht damit oder in eine Auseinandersetzung gekommen sein damit. Ja. Und das ist das, was wir versuchen. Wir gehen eben ganz, ganz nah ran und wir suchen den Dialog mit den Leuten und wir versuchen das auch auf lebensbejahende Art und Weise zu machen. Und dann haben die jungen Leute auch ganz, ganz viele Fragen und sie trauen sich auch, uns die Fragen zu stellen. Und da schafft man es eben sehr gut, so dagegen anzugehen. Ne? Und das ist eben auch unser Anspruch. Sollte aus eurer Sicht jeder einen Organspendeausweis haben oder was ist das Ziel von so einer Aufklärungsveranstaltung? Ja, also unserer Meinung nach sollte jeder einen Organspendeausweis haben und er sollte sich darüber Gedanken machen, weil es wissen nur die wenigsten, dass Organspendeausweis nicht gleich bedingungsloses Ja bedeutet, ja, sondern dass ein Organspendeausweis ein sehr gutes Dokument ist, auf dem ich sozusagen eine ganz freie Entscheidung treffen kann und sagen kann Ja oder ich mache Ausnahmen oder ich sage Nein. Und deswegen ist uns das ganz wichtig, dass man dieses Dokument eben auch nutzt. Seid ihr denn enttäuscht, wenn ich in meinem Organspendeausweis sage, nein, ich möchte keine Organe spenden? Gar nicht, überhaupt nicht.
Also überhaupt nicht. Es geht darum, dass du dich entschieden hast. Was du ankreuzt, ist uns völlig wurscht. Es geht nur darum, dass du dich entscheidest und das dokumentierst. Es gibt viel zu wenig Organspenden in Deutschland. Die jungen Helden klären auf zum Thema Organspende. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Ina.